So, hallo. Ja, das scheint zu funktionieren. Ich habe einen neuen Aufnahmeknopf. Es ist nicht mehr das Ö. Das ist mir doch zu gefährlich nah an dem L, wenn wir die letzte Aufnahme uns anschauen. Ich weiß zwar nach wie vor nicht, wieso diese zweite Stelle dann passiert ist, also warum es zum zweiten Mal abgebrochen hat, weil da habe ich garantiert kein L gedrückt in dem Moment. Witzig, kein Ö gedrückt in dem Moment. Witzig ist, dass ich es genau davor gesagt habe. Aber ja, ich habe jetzt jedenfalls Minus. Und zwar das Minus auf der Nummern. Auf dem Nummernblock. Das drücke ich nie. Ich wüsste nicht, wann ich das jemals gedrückt habe. Insofern, ja, ich muss nur mal dann gucken, ob das bei SNES 9X irgendeinen Shortcut hat. Das wäre dann schlecht. Aber es wäre im Moment das Minus auf der. Ist ja wurscht. So, let's go. Letterle. Okay, wir haben bestimmt Glück. R, I, G, X, V, S, Y, J, K, D. Geht doch. So. Also, Letterle kann man auch weglassen. Das ist eigentlich Quatsch. Es ist eigentlich Quatsch. Gut, dann haben wir ja 6x5 oder deutsches Wordle. Ich würde gern mal Piano nehmen. Naja, das war jetzt nicht so viel. Dann nehmen wir mal die Amsel. Okay, A und E liegt. Und ein L ist auch noch dabei. Dann machen wir alles geht nicht mehr. Allen geht auch nicht mehr. Nee, dann ist es sowas nicht. Aber es könnte zum Beispiel der Apfel. Nee, es kann das L nicht hinten sein. Wie könnte das liegen, das L? Also direkt vor dem E wüsste ich jetzt spontan nicht, was das dann für ein Wort sein soll. Arle, 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 nee, ich würde das L hier hinsetzen. Und dann mal gucken, was möglich ist. Wir haben das R noch, also mit ER könnt ihr aufhören. Was könnten. Alter. Das Alter. Oh, bitte, geht doch. Das Alter war's. Sehr schön. So. Ach, wir haben die Musik wieder vergessen. Irgendwas ist immer, aber diesmal denke ich rechtzeitig dran. Let's go. Oh, das Moment, das hier, das darf ich nicht starten. Das wäre dann Copyright. Wo ist Qumu? Qumu Playlist, hier ist Qumu Playlist. Er hat jetzt fast mein Release-Radar gestartet. Das wäre nicht so die beste Idee gewesen. Oh, das. Ich liebe diese Version von ihm. Das ist. Ah, oh, das ist einfach gut gemacht. Also die Version liebe ich. Das kann man mal ein bisschen lauter machen. Ich rede gerade nicht. Ich will mal hören. Ach, das N war ja richtig. Okay, ich sollte nachdenken. Okay. Das hätte ich nach dem Hard Mode wieder gar nicht machen dürfen. Ne? Den habe ich wieder nicht drin. Ach, ich. Mann. Okay, also das N war ja da, wo das E jetzt liegt. Ich mag die Version. Ich mach's wieder ein bisschen leiser. Ich weiß nämlich nicht, wie laut es aufgenommen wird. Ich mag die Version übelst. Qumu macht so gute Musik, ne? So. Also, was heißt, macht gute Remixes? Die Musik kommt ja so gesehen nicht von ihm. Er denkt sich sicher nicht aus. Wie könnte ich das kombinieren hier alles? Muss da immer, also bei dem Lied muss ich immer, also da kann ich gar nicht anders als gedanklich einfach voll mitzugehen.
weil es einfach so einen guten Rhythmus hat und es zieht mich einfach mit. So, ich würde trotzdem gerne das hier lösen. Aber wenn ich mit ER zum Beispiel starte, was gäbe es dann für eine Möglichkeit, das N damit zu kombinieren? Oh, warte, wrong. Nein, da fehlt ein E. Hätte ich nicht gedurft, da fehlt ein E. Aber das R haben wir jetzt gefunden. Aber das habe ich ja fast schon da vermutet an der Stelle. Okay, also nochmal ER. Aber wie geht's weiter? So kann ich es mir nicht vorstellen. Ich glaube, dann ist das R woanders. Das E. Das E. Was könnte noch vor R sein? NK oder C. Kr. Oh, Krone. Nee, Krone ist ja auch jetzt raus. Aber stimmt, mit NE könnte es aufhören. Ah, mit NE könnte es aufhören. Aber nichts mit O in der Mitte. Was kann zwischen R und N noch stehen? Ein I könnte da noch stehen. Jetzt ist wieder die Frage, gibt es solche Wörter? Haben wir jetzt eigentlich noch Zufallswiedergabe drin? Ja, okay, passt schon. Ich spiele zwar kein Animal Crossing, aber die Musik davon ist auch ziemlich gut. Trotzdem habe ich keine Ahnung, was ich hier machen soll gerade. Crane! Der Kran. Das wäre doch mal eine Idee. Okay, das E liegt richtig. Das E liegt richtig. Aber was liegt vorne und was liegt in der Mitte? Es könnte noch ein I dazwischen sein. Gibt es Ine? Gibt es, keine Ahnung, Twine? Das gibt es sogar. Okay, es ist ein Rine. Ja, aber welches Wort, welcher Buchstabe vorne ist? Rine, Prine, Brine. Das kann jetzt wahrscheinlich ganz viel sein. Das ist jetzt schlecht. Ich nehme mal V. Das gibt's nicht mal. Okay, das ist gut. Gibt's das mit P? Nein. Gibt's das mit B? Brine? Ja, okay, Brine. Brine. Was ist Brine? Brine. Nix Brine-Pokémon. Brine Englisch. Ich meinte nicht Birn. Ah, die Sohle. Okay. So, aber nicht die Schuhsohle scheinbar, sondern die Lake, die Salzlake. Also, nie gehört. Nie gehört, aber ist in Ordnung. Dann starten wir doch gleich mit dem Wort Brine. Hier. Da haben wir nämlich gleich ganz viele Sachen drin. Das ist ganz gar nicht so schlecht. Okay, Brine. Dann brauche ich jetzt noch was mit einem O, einem U und mit einem A im besten Fall. Okay, Auers hat mir zwar das H recht oft gebracht, aber ansonsten nicht sehr viel. Oh, nehmen wir noch auf. Da ist jetzt wieder der große Moment. Ja, tun wir. Und es ist auch kein Standbild. Weil jetzt nämlich, gestern habe ich dann einfach nur nach unten in die Taskleiste geguckt, habe gesehen, okay, der rote Punkt läuft ja. Wir müssen noch aufnehmen. Jetzt öffne ich aber OBS und gucke, ob wir ein Standbild bekommen haben. Sieht aber gut aus. So, jetzt brauche ich noch
Irgendwas mit einem A und vielleicht noch Buchstaben, die wir noch nicht so oft haben. Aber es denkbar wäre auch, das E nochmal zu verwenden, nur nicht an der hintersten Stelle. Der Maker. Wir nehmen mal den Maker. R haben wir noch. Ne, R ist raus. Okay, R ist raus, aber nicht so dramatisch. M haben wir noch nicht. A haben wir noch nicht. K haben wir noch nicht. E müssen wir kontrollieren, ob es woanders liegt. Okay, das ist doch gar nicht so verkehrt gewesen. So. Können wir irgendwo schon was richtig Gutes anfangen? Mir gefällt es da unten. Das sind vier Buchstaben. Und ich habe gar nicht so viele Möglichkeiten, die zu kombinieren, weil Hunk zum Beispiel wäre schon denkbar, ne? So Hunky. Ich würde gleich mal Hunky probieren. Ich würde gleich mal Hunky probieren. Es ist auch eine neue Lage für das N. Ah ja, okay, das N ist aber hier oben. Ja, okay. Nee, es würde nur hier unten was bringen. Gibt es noch eine andere Kombination? Keine Ahnung. Aber was soll da noch hinten dran kommen? Wir nehmen Hunky und gucken, was passiert. Yes! Okay. Das ist schon mal gut. Weil jetzt haben wir für drei noch. Oh, und das hat mir das Y beschert hier oben. Stark. Okay, dann haben wir HA. Irgendwann kommt ein S und dann kommt das Y. Gibt es Hessi? Nein. Es gibt aber Hasty. Das gäbe es. T haben wir auch noch nicht. Ich denke, ich kann es mir leisten. Ich denke, ich kann es mir leisten, einfach mal eine Ratung zu übernehmen. Jetzt kommt eh noch T dazu. T ist noch was, was wir kontrollieren. Ich denke, Hasty ist ganz, ganz gut. Hasty ist ganz gut. Sehr schön. Prima. Okay. Hier oben haben wir 1, 2, 3. Haben wir auch schon vier feste Buchstaben. Also nicht fest, aber zwei feste. Und N und E kommt noch vor. N und I kommt noch vor. Also es könnte zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwie so sein. Aber jetzt brauchen wir halt da einen Buchstaben, der da so zum Beispiel. Nee, kann es. Doch, doch könnte es sein. Aber jetzt habe ich halt schon keine. Ne? Jetzt habe ich halt schon keine Kombinationen, die das hier, glaube ich, erlauben. Ich wüsste nicht, was da für ein Buchstabe jetzt noch erlaubt ist. Kann ich mir so nicht vorstellen. Ich drücke mal kurz durch, aber ich glaube nicht, dass hier irgendwas kommt. Nee. Okay. So. So rum kann ich es mir aber auch nicht vorstellen. Wüsste ich nicht, was das sein soll. Inkt. Oh, Inkt ergibt Sinn. Inkt ergibt Sinn. Dann haben wir auch das D gleich kontrolliert. Ja, komm, warum nicht? Wir haben noch genug zum Raten. Okay. Kein D und das I und das N es liegt nicht so. Gut. Dann lasst uns vielleicht erstmal kurz da unten weitermachen. Da wissen wir schon ein bisschen mehr. So wäre es aktuell erlaubt, aber was kommt dann dahinter? Das ist nämlich so schon mal nicht möglich. Jetzt angenommen, das A kommt am Schluss. Jetzt angenommen, das A kommt am Schluss. Also, ich kann mal durchklicken, aber ich glaube nicht, dass es sowas gibt. Helter, Hefter, Hexter, Hetzter, Hetter, Hefter. Nee. Also, ich glaube, das A kommt nicht am Schluss, wenn das E an der Stelle ist.
A darf aber nicht an der Stelle sein. Also A kann nur am Schluss oder in der Mitte kommen. Wenn A in der Mitte kommt, was könnte vor dem A sein? Wie gesagt, wenn es das E wäre, hätten wir Heat und da gibt es keine Kombination, die das erlaubt. So ganz einfach. Oh. Die Kombination würde erlaubt sein. Das ist jetzt schlecht. Aber ich habe noch zum Raten, habe ich jetzt genau noch einen Balken übrig zum Raten und danach muss es passen. Okay, jetzt habe ich noch zwei zum Raten übrig. Gute Sache. Gute Sache. So. Kurzer Blick auf die Aufnahme. Läuft noch. Okay. Da oben haben wir jetzt... Ja. IN ist in der Variante vorne ausgeschlossen. Also es könnte noch NI, KE, aber da haben wir schon gesehen, da gibt es eigentlich keinen Buchstaben, der das erlaubt. Nee. Wenn es aber nicht NI ist und nicht IN ist, kann nur einer von beiden vorne sein und einer von beiden muss hinten sein. Dann würde ich aber vermuten, dass das N hinten ist. Und wir dann das I an der zweiten Stelle haben. Zum Beispiel liken. Na? Das ist das, was ihr auch mit dem Video hier tun solltet. Vor allem, wenn es jetzt richtig ist. Ich finde, das, ich find, da kann man jetzt mal hier, ne? So. Okay. Dann lasst uns zu Nördel gehen. Kurzer Blick auf die Aufnahme. Ja, wir sind auch zu Nördel gesprungen in der Aufnahme. Sehr schön. Gut. Ich will immer so ein bisschen variieren, ne? Ihr wisst es. 47 minus... Ich versuche nur da mal sowas halt zu bauen, dass ich halt alle Dinger drin habe. Minus 16 ist gleich 31. Ah, ne, da habe ich jetzt zum Beispiel, das ist jetzt schon wieder doof, weil da habe ich zweimal die 1 drin, das will ich ja gerade nicht. Deswegen minus 12 ist gleich 35. Und jetzt habe ich wieder schön 6 verschiedene Zahlen. So muss das. Zack. Und die meisten davon sind raus. Das ist doch auch ganz nett. Okay, wir haben ein Minus dabei. Und wir haben, es ist gleich, also das Ergebnis ist nicht zweistellig. Mehr, viel mehr wissen wir noch nicht und es gibt, kommt eine 4 irgendwo vor. Und die erste Zahl ist nicht zweistellig. Okay. Ja, dann machen wir doch mal, was weiß ich, 6 minus 4. Schon Kacke. Schon absolute Kacke. Okay. Es ist schon interessant, wie viel schon ausgeschlossen ist, allein durch die paar Sachen hier. Aber dadurch, dass halt so viele Zahlen weg sind, ist es schon gut. Sagen wir mal 90 minus... Ne, Quatsch, kann nicht sein. Geht schon nicht. 9 minus 4 plus 6 geht nicht. Nochmal, 9 minus 4 wäre jetzt 7. Lässt sich... Ach nee, das wird ja dann... Nee, geht nicht. Das wird ja dann eine 10er Stelle. Und ich kann ja keine 10er stellen. Ich kann auch keine 20er Stelle. Okay. Okay, lass mal eine 100er Zahl bauen. Weiß nicht. Die kleinste mögliche dreistellige Zahl wäre gerade 468. Ja, aber davon kann ich jetzt ja auch, wenn ich dazu was abziehe... Geht ja schon gar nicht. Keine Chance. Dann muss doch die erste Zahl einstellig sein. Dann ist aber die erste Zahl auch vielleicht ja kein... Ah, ich weiß, was wir machen. Wir starten mal mit 6 plus 8... ist jetzt 14.
Ja, das ist dann blöd. Das ist dann blöd. Wir starten mal mit 6 plus 9. Wäre jetzt 15. Minus 8. Wie komme ich irgendwie auf? Ich muss irgendwie eine 4 noch einbauen. Ich muss ja irgendwie eine 4 noch einbauen. Ach so, doch, die erste Zahl kann zweistellig sein. Ich habe sie ja nur mit einem Plus, nicht mit, ich darf sie nur nicht mit einem Minus verbinden. Ah, ja. Dann machen wir mal 46, also 64. Machen wir mal Plus. Weiß ich nicht, 6. Minus. Ah, nee. Ja, jetzt geht's aber schon nicht mehr. Okay. Neue Idee. Nee, nein, ich muss ja ein Minus einbauen. Die Idee, die ich gerade hatte, ist Mist. Ich muss ja ein Minus eingebaut bekommen. Also entweder das ist eine Doppelrechnung, wo kleine Zahlen nur vorkommen. Oder nicht. Okay, lass mal starten mit 8 plus 9. Jetzt sind wir bei 17. Aber ich kann auch. Nee, geht nicht. Wie kriege ich die 4 und. Okay, ich mache die 4 am Anfang. Ich mache die 4 am Anfang. Wir machen 9 plus 4 ist jetzt 13. Minus. Nee, 8 wäre 5, geht nicht. Minus 9 wäre 4, aber jetzt ist das ist gleich, darf ja noch nicht kommen. Gar nicht so leicht mit dem, was ich übrig habe, eine erlaubte Geschichte zu bauen. Wenn wir mal was miteinander mal nehmen, machen wir mal 4 mal 9 minus, sagen wir mal 36. Aber ich kann ja nur, nee. Geht ja auch schon wieder nicht, ne? Wenn ich jetzt zwei Zahlen abziehen würde, dann. Ach doch, zwei Zahlen kann ich abziehen, aber ich kann nicht die zwei. Ah! Ich müsste sie aber so abziehen. Ich müsste sie ja so abziehen, dass was Einschlägiges rauskommt. Das haut ja schon wieder nett hin. Oh, wir könnten natürlich auch. Ja, aber da habe ich kein Minus drin. Ich wollte gerade sagen, wir können natürlich auch einfach so hier, ne, sowas hier machen. Dann kriegen wir ein dreistelliges Ergebnis, aber ich habe kein Minus drin. Brauche aber ein Minus. Bruder. Okay, was ist damit? Neunundvierzig minus. Ich darf nicht mit einer zweistelligen Zahl so loslegen. Ist doch wieder. Geht nicht. So will ich das nicht. Okay, wir teilen. Wir teilen mal. Wir teilen mal fast. Wir versuchen mal, was zu teilen. 68 durch 4. Was wäre aktuell 68 durch 4? Achtzehn minus 9 ist gleich 9. So, ach Quatsch, 18. 17 wär's. 17 wär's. Minus 9 ist gleich 8. Okay. Ich denke, das können wir mal ausprobieren. Jetzt bisher.
Jetzt habe ich was gefunden, was erlaubt ist, ne? Ja, let's go. Okay. Es wird tatsächlich geteilt. Es wird tatsächlich geteilt. Es wird dann tatsächlich abgezogen. Und es kommt tatsächlich 8 raus. Aber die richtigen Zahlen hatte ich noch nicht. Okay. Gar keine 9. Dann lasst uns mal gucken, was wir noch so durchteilen können. 64 durch 8 minus 0 ist 8. Nein, ich darf die 6 nicht vorne. Ah, war dumm. Ich darf die 6 nicht vorne, aber die 4 ist richtig. Okay, also jetzt wird's interessant mit den Zahlen, die noch übrig sind. Die 6 muss ja vorkommen. Die 6 darf nicht hier stehen. Also teile ich vielleicht durch 6. So, 64 kann ich nicht durch 6 teilen. 46 kann ich nicht durch 6 teilen. Ich kann 48 durch 6 teilen. Ah, die 4 muss an der zweiten Stelle stehen. Kann ich 84 durch 6 teilen? Ja, 84 kann ich durch 6 teilen. 84 durch 6 ist 14. Und dann muss ich wieder 6 abziehen. Und dann habe ich 8. Okay. Hätte ich, glaube ich. Ja, ich glaube, den zweiten Schritt habe ich ein bisschen zu voreilig. Wobei eigentlich nicht. Nee, doch, der zweite Schritt war schlecht, weil die 6 wäre hier nicht erlaubt gewesen. Dann wäre ich vielleicht drauf gekommen, dass das nicht geht, was ich vorhabe. Okay. Die 6 hier war eine schlechte Entscheidung. So, nehmen wir noch auf? Jawohl. Perfekt. Gut. Dann lasst uns zum Absturzprogramm gehen. Global. So, das war letztes Mal Germany. Okay, wir nehmen noch auf. Prima. So, wir starten mal mit. Ich starte wieder mit Nepal wie gestern. Okay, das war wieder nichts. Dann machen wir wieder USA wie gestern. Das war genauso nichts. Dann machen wir wieder Germany wie gestern. Und da war es dann halt gleich richtig. Das ist jetzt heute natürlich nicht mehr der Fall. Okay, es ist aber auch nicht, es ist auch nicht mal ansatzweise in der Nähe. Okay, wo sind wir denn jetzt in der Welt unterwegs? Bitte nicht hier, ich raste aus. Nehmen halt mal Ghana, um zu gucken, ob das lila wird. Nee. Gehen wir halt mal nach Brasilien. Nee. Oder ist es dunkler als die anderen? Ist es ein bisschen dunkler als die anderen? Könnte sein, ne? Machen wir mal South Africa. Ja. Oh je. Sind wir hier unterwegs? Machen wir mal Madagaskar erst. Das ist eins, was ich noch weiß. Oh, wir hängen wieder. Wir hängen wieder. Okay, das ist gleichfarbig wie South Africa. Oh. So, da ist zum Beispiel auch, wie heißt das Ding? Tansania, ne? Tansania ist da irgendwo. Irgendwo hier müsste jetzt Tansania auftauchen, wenn ich noch richtig liege. Okay, wie schreibt man das mit Z? Das war's einfach. Das war das gesuchte Land. Chillig. Okay. Wir müssen trotzdem mal wieder das Geo-Ding spielen. Zur Auffrischung. Es gefällt mir nicht, dass ich hier so wenig weiß. Ich wollte hier schon mal mehr. Ich habe hier schon mal mehr gewusst. Es gefällt mir nicht, dass ich hier so wenig weiß. Das ist nicht gut. So. Okay, dann lasst uns zu Pokémon gehen. Pokémon ist ja mittlerweile auch angenehmer geworden. Mit der Pokémon-Info on, ne? Das ist ganz nett geworden, muss ich gestehen. Und wir nehmen mal ein Gen 3. Wir starten mal mit Groudon. Wir starten mal mit Gen 3.
Okay, das ist eine höhere Gen. Das ist schlecht für mich. Das ist sehr schlecht für mich. Jetzt muss ich mir mal... Xerneas, genau, das wollte ich. Gen 6. Ich meine, ist von der Höhe und so jetzt wahrscheinlich nicht passend, aber hey. Erstmal die Gen finden. Aber ist auch gut, jetzt dann schon mal, kann man schon mal hier, oh, da hat Fairy None. Okay, ich würde gerne eine nehmen mit zwei Typen, dann wir Typen ausschließen. Oh, ja, habe ich bei Grudon auch schon super gemacht. Okay, was ist denn noch aus der Gen 6? Was ist denn noch? Achso, ich kann ja eigentlich einfach mal Pokémon-Namen eintippen, ne? So TR und gucken, was ist Gen 6. Ach, oder komm, wir nehmen Tranquil, Gen 5, Normal und Flying, warum nicht? Sind wir höher als... Wir sind immer noch höher als Gen 5. Jetzt ist Normal Flug raus und Ground und None ist raus. Also Single-Type. Okay. Wir sind immer noch unterwegs höher als Gen 5. Machen wir nochmal Trill und gucken mal, was wir für Gen 7 bekommen. Trumbeak, Normal Flying ist aber raus, das ist schlecht. Will ich nicht. Ich will dann, wenn schon, eins haben, was mir was bringt. Okay. Ja gut, wir machen mal das hier, weil es noch ist ja... Kann ja auch Gen 8 sein. Oh, kann ja sein. Okay, jetzt sind wir weiter unten unterwegs. Und es ist kein Fire und Ghost. Wir schließen immer mehr Typen aus. Ich tippe nochmal T ein. Ah, ich merke gerade, dass das nach Gen sortiert ist. Das ist ja cool. Okay, nehmen wir mal Gen 6 jetzt. Okay. Rock Dragon. Wir haben Rock Dragon noch nicht draußen, ne? Rock und Dragon ist beides noch am Start. Gucken wir mal, was passiert. Okay, wir sind in der richtigen Gen. Wir haben den richtigen Typ. Und es ist kleiner, dann wird es die Vorentwicklung von Tyrantrum sein. Jetzt ist die Frage, hat das auch, fängt es auch mit T an? Tyrantrum, wo bist du? Da ist Tyrantrum und die Vorentwicklung wäre Tyrant. Ergäbe halt Sinn, ne? Ergäbe halt Sinn. Yes. Okay, so, jetzt gucken wir uns mal an, was ist das überhaupt für ein Pokémon? Wo ist meine Pokémon-Liste? Ich hab die offen. Wo ist die? Hä? Ach, da. Okay, Tyrant. Nehmen wir noch auf? Yes. Und zwar auch so, dass er... Jawohl, ja, er hat auch noch das Bild. Okay, Tyrant. Wir sind ja in Gen 6, das heißt, wir müssen irgendwo da sein. Tyrant. Da krieg ich sagt er mir die Nummer? Sagt er mir die Nummer? Ne, der sagt mir die Nummer nicht. Alles schlecht. Alles schlecht. Ja, ist aber jetzt auch nicht so wichtig, wenn wir es jetzt nicht finden auf schnell. Aber ich bin hier auf jeden Fall in Gen 6. Hier ist Xerneas. Nee, wait. Xerneas ist Gen 5. Weil Xerneas habe ich ja... Ah, nee, Xerneas habe ich nicht gemacht wegen... Ja, weil wir da schon einen Typ schon hatten. Stimmt. Xerneas wäre Gen 6 gewesen. Das war das, womit ich starten wollte. Ja. Okay, ja, dann muss aber Tyrant ja irgendwo hier in der Nähe sein. Da! Monargoras heißt es im Deutschen, Tyrantrum im Englischen. Balgoras und Monargoras, Tyrant und Tyrantrum. Ich frage mich immer, wie die deutschen Namen entstehen. Monargoras. Ich habe von den höheren Pokémon so überhaupt keine Ahnung, ne? Überhaupt keine. Eieiei, es gibt so viele Pokémon, ich bin da komplett raus einfach. Gut, ist aber egal, lasst uns noch eine Runde semanteln.
Oder hab ich da? Ich hab da eigentlich keine. Eigentlich habe ich keine Lust auf Simantl. Ich bin ganz ehrlich, das ist mir zu viel Rumraterei und die Zeit nicht wert. Ich hab. Zeit ist kostbar. Jetzt ist schon wieder Samstag. In 2 Tagen geht schon wieder die Schule weiter. Und ich will eigentlich nicht jetzt. Nee, wir verschwenden jetzt keine Zeit mehr mit Simantl. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.